Sam? We got a problem. The net's crawling with info about Coben. People think he got scooped to cut some deal with Uncle Sam. What'd they find out? From us. Us? Grim didn't tell you? Saving Chicago didn't get us any leads. You told us to hunt Sadiq. We needed bait. You didn't clear this with me. So you can call audibles in the field all day, but we aren't allowed to execute a plan? What was throwing Coben to the dogs get us? Reza Nouri. An hour after I leaked the Coben intel, my email was forwarded to him dozens of times. Tracking software? Single pixel web beacon. It's the best picture we could dig up. The intel we pulled makes up for it. NSA suspects Nouri has ties to Iran. Images are uploaded, Grim. Thanks. His estate is a fortress. Cutting-edge security, ex-military guards... It's all good, Sam. You want to bust into a fortress? I got exactly what you need. What? You want it now? Because, I mean, it's not finished, per se. I'll just get it. What's our move? Just like... Reza Nouri knows you've been caught, thinks you've turned informant. Shit, how'd he find out? Bad luck, I guess. I want to know why he's worried. I don't know. I supply materials, he supplies the muscle. We have a lot of mutual friends. I rigged a high energy density capacitor and EMP into a tri-rotor. I'm still working out the bugs, but if we're talking about trashing a security system... What's in the case? Thermite. Escort it for some friends who do B&E. Go on missions, sometimes. Add it to my loadout. Anything else you may want to tell me, Coben? Look, I might have a guy who did some work on Nouri security. I could find out what he knows. Make it happen. Nouri's place is... Yeah! Yep. Yep, wieder bei Splinter Cell. Klabuster werden hier, Rob und... Mikey, heute mit ersten Gameplay-Video vom Rob, vom PC. Sehr gut, Profi. ab geht's auf jeden Fall. Wir müssen hier den Kontaktmann zum Iran raus finden und ihn zur Rede stellen, damit wir ein bisschen ja, Infos haben natürlich. Ja, dazu... Und müssen wir in seine Villa einbrechen. Der Typ versteckt sich. Versteckt sich in seinem hier Emergency Room. Nee, wie heißt die Scheiße? Panic Room. Ah, Panic Room. Ja, fast das gleiche. Aber ich glaube, das kommt. Ja. Ja. Und genau, Strom ausschalten, bla bla. Ja, rausholen, abführen, blub blub. Ihr wisst schon. Ja, seht ihr ja alles. Ich stehe auf Abführen. Abführmittel. Ja, ganz genau. Da kommen wir erstmal ja. Hier in den Garten und auf geht's dann. Apropos Abführmittel, du hast ja heute voll die Kopfschmerzen, habe ich gehört. Hast du mir gesagt. Ja, wie fandest du mein Schrei? Der Schrei war wie immer göttlich. Ja. Zum Fremdschämen. Natürlich. Aber da kommen wir vielleicht auch noch später drauf. Auf jeden Fall. Ja, man, heute, keine Ahnung, ob ihr da draußen auch so wetterempfindlich seid oder so. Auf jeden Fall. Hier schwankt Pussy. Ja das Wetter. Ja, Entschuldigung. Kennst mich doch, Pussy Move. Ja, auf jeden Fall. Ich war heute, glaube ich, lag es gar nicht so am Wetter, sondern eher, dass mein Zimmer geht raus in Richtung einen Hof und in dem Hof sind halt lauter Balkons von einem anderen Haus. Und da gibt es halt so eine Familie, die hockt irgendwie den ganzen Tag bei jedem Wetter auf dem Balkon und telefoniert in einer Lautstärke, dass du einfach das ganze Leben von denen einfach mitbekommst. Und... Hm. Heute war da irgendwie Kindergeburtstag und ich habe ja nichts gegen Kinder, aber wenn ich schlafe, wenn ich schlaf und die kreischen die ganze Zeit, okay, die wissen ja nicht, dass ich schlafe, aber dann die ganze Zeit diese Geburtstagströten, alle 5 Sekunden, ewig laut und lang, ey, da kriegst du irgendwann die Krise, ey. Nerd, nerd. Ja, jetzt schrecklich, ey. Ja, und dann habe ich mir jetzt vorhin ein bisschen Abführmittel gerade reingezitschert für den Kopf. Abführmittel? Hoffentlich. Ja, ja, ich nenne jede Medizin Abführmittel. Hier musste ich übrigens nachschauen, wie man pfeift. Hätte ich mal die Kinder rangeholt mit ihrer Tröte, oder? Oh ja, die oder, Kinder. Oder schade, pfeifen, dass du für den PC kein Kinect hast, oder dass es das gibt. Hättest du einfach pfeifen können mit dem Mund. Achso, ja. Tja. Na, auf jeden Fall.
Ja, ich hasse auch Kinder, muss ich echt sagen. Heute war ich wieder im Fitnessstudio und da bringt irgendjemand bringt immer seine zwei kleinen Scheißer mit, die nur rumrennen, was das Ganze für alle gefährlich macht. Einfach, die rennen durchs ganze Fitnessstudio. Ich bin eh in so einer kleinen Bude nur. Und er hat es ihnen leicht gemacht. Und ja, auf jeden Fall rennen die da rum und springen rum und tanzen. Und ich denke mir, ey, fickt euch halt, das ist ein verficktes Fitnessstudio und kein Spielplatz halt, ne? Mhm. Also Kinder sind ja schon cool, ich mag schon Kinder, aber in der Hinsicht, ich meine, manchmal passt es einfach nicht. Jetzt halt. Überleg dir mal, du musst dein Gewicht, keine Ahnung, schaffst du nicht mehr, dann wirfst du es ab und zack, aufs Kind, weil es ja, da irgendwo rumrennt. Ja. Nicht meine Schuld. Doch. Halt platt dann. Einfach platt. Hat es halt umgehauen, weil ich zu breitlingmäßig bin, deswegen. Einfach so wie bei, wie heißt der Film da mit Mark Wahlberg, ich hab's schon vergessen, und The Rock. No Pain and Gain. Genau pain so platt wie dort, die eine Szene ist dann halt auch einfach ein Kind. Jo, der Film war echt cool, also wenn ihr den gesehen habt. Ja, ja. Mann. Der war echt witzig. Naja, aber ich bin da nicht so wetterempfindlich, bei mir regnet es heute auch schon den ganzen Tag. Thailand, ja. Hast du ja vorhin mitbekommen, deswegen konnten wir nicht aufnehmen. Ja, Geräusche, naja, wie aus der Toilette. Hier mache ich wieder Bug Abusing, einen nach dem anderen. Oh, da liegt wieder einer. War der Hund schon da? Ja. Der Scheißhund. Ja, den Hund habe ich als erstes gemacht, dann kam eine Wache und dann die zweite und dann ging es da natürlich los, ne? Der Hund. Noch 69 Meter. Ja. Jo. 69 years. Ja, aber das hat jetzt nichts mit den Kindern zu tun. Okay. Auf jeden Fall, was war denn heute noch so? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, ich will noch jemanden grüßen. Ich hoffe, der sieht dann auch das Video. Der Typ heißt Valium. Hallo! Servus! Und ja, der Typ, also ihr kennt ja alle, wie das so ist, so Hater und keine Ahnung. Die müssen halt immer ihren Senf abgeben. Wir haben zwar nichts gegen Kritik, wenn sie berechtigt ist oder so, aber naja, der Typ schreibt halt auf einer anderen Seite einfach so, ja, ihr Wannabe-Let's Player und ihr seid zum Fremdschämen. Sowas finde ich halt einfach lustig. Und statt dass er das hier bei YouTube irgendwie schreibt, weil irgendwie habe ich ja nie erwähnt, dass wir irgendwie Let's Player for real machen wollen und irgendwie in 130 Jahren davon leben möchten. Ja. Und oh Mann. Ja, ob er sich jetzt fremdschämt oder es einfach lustig findet, was wir für einen Scheiß bauen, ist ja auch nicht mein Problem. Also ich finde es halt immer lustig, wie Leute versuchen, Kritik zu geben, aber halt voll unkonstruktiv, ja, einfach. Ne? Einfach beleidigen. Man könnte immer einfach beleidigen, weil man im Internet ist und ein Tastaturkrieger, ne? Ja. Aber naja, ich sag mal, ich verstehe schon, Leben ist scheiße und so. Und ich meine, irgendwo kann man halt seinen Frust rauslassen und wenn man anonym ist, ist es halt immer leicht. Ja. Aber was ich halt immer schade finde, so bei solchen Leuten, die immer haten, ist halt, dass sie angeben, dass es halt alles Ratschläge sein sollen oder so, aber das sind es halt eigentlich nicht. Das ist halt einfach nur Beleidigung oder Schlechtreden, jo, anstatt halt irgendwie einen Kommentar zu geben, wie man es halt besser machen könnte. Ne? Ja, das war es halt auf jeden Fall nicht. Ja, und weil ich find, wenn Leute sagen, es ist scheiße, mach's halt so und so, das finde ich okay halt, ne? Ich meine, ja, dann hast du einen Tipp, hast du eine Meinung und kannst halt damit arbeiten, ne? Ja. Und was soll ich jetzt noch sagen? Ja, und ich finde es halt auch lustig, weil, keine Ahnung, er hat es ja so geschrieben, dass es ein paar Leute auf jeden Fall lesen können und er meint ja wahrscheinlich so, das sollte sich keine so anschauen, aber halt genau durch sowas schauen sich halt wahrscheinlich noch zwei, drei Leute eben mehr an. Weil die halt wissen wollen. Danke für den View. Valium heißt der, ja, ne? Ja, Valium. Glaube ich. Ja. Hat aber danke wohl ein paar zu wenig geschluckt davon. Auf jeden Fall schon mal. Auf jeden Fall schon mal Grüße an dich. Ja. Mach bitte wir weiter brauchen so. Auch Leute wie. Ich meine, man braucht natürlich auch Hater halt. Das ist halt Leute, die was hassen, das man macht. Ja. Ohne Hass kann es ja auch nichts Gutes geben. Nee. Ohne Gutes, nichts Böses. Nee. Das ist ja immer so eine Sache halt. Und nur wenn man wirklich das Böse gesehen hat, kann man auch das Gute sehen. Also, so sehe ich das zum Beispiel halt. Ich muss sagen, wenn du kein Arschloch warst oder es niemals schlecht hattest,
dann weißt du auch gar nicht, was gut ist. Oh ja. Ne? Und ja, ich unterstütze den Valium mit seiner Meinung. Oh, jetzt, hier wird's gefährlich. Und ja. Oh, da wurde. Wurdest du gestorben? Wurdest du gestorben? Ich wurde gestorben. Oh Mann. Und da kommt noch ein Hund, ey. Leichenschändung. Ja, ich glaube, im nächsten Run habe ich es jetzt halt viel besser gemacht. Das können wir mal sehen gleich. Naja, wenn wir schon sehen. Ja, aber auf jeden Fall trotzdem danke, auch wenn deine Meinung keine Meinung war, Valium. Aber vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Jo, dass wir in Zukunft bessere Freunde werden. und er sich nicht mehr fremd schämen muss. Ja. Das hat mir schon echt leid getan, dass er solche Gefühle entwickelt dabei. Ja, vielleicht müssen wir uns ein bisschen bessern, aber ich meine allgemein, man kann es nicht jedem recht machen, mit allem, was man tut. So, natürlich nicht. Aber dann halt einfach nur so sagen, so, scheiße, fickt euch, tschüss. Da hilft man halt niemandem weiter. Ja. Naja. Ja. Wie auch immer. Wird man schon sehen, wie sich das weiterentwickelt hier mit unserem Channel. Wir versuchen es halt, euch guten Content zu liefern. Und wenn es für den einen nicht gut ist, für den anderen eben doch, dann reicht das. Man kann es nicht für alle gut machen. Aber wir versuchen es natürlich immer ein bisschen spannend zu gestalten. Wir wollen halt nicht dieses 0815 Let's Play machen, wo jeder immer nur sein Spiel kommentiert. Was wir natürlich auch machen, aber zwischendrin wollen wir halt einfach gute Unterhaltung, vielleicht ein bisschen was aus unserem Leben erzählen oder einfach irgendeinen Scheiß labern. Halt, kommt halt immer drauf an, jeder Tag ist anders und man versucht das Beste draus zu machen. Jo. Und eigentlich geht's auch erstmal nur darum, dass wir Spaß haben. Und wenn es halt noch dabei einem gefällt oder so, dann ist halt nochmal eine Schippe besser. Und wenn halt nicht, dann haben wir trotzdem unseren Spaß. Ja. Ich denke, wenn wir Spaß haben, dann haben auch langfristig auch andere Leute daran Spaß halt. Ne? Ja, und ich meine, ich finde gerade beim Zocken, da geht es doch eigentlich auch nicht um irgendeinen negativen Scheiß, ne? Ja. Sondern das geht doch eigentlich nur darum, Spaß zu haben und das Beste daraus zu machen. Ja, Mann. Ich meine, im Grunde ist es wenn man es rein logisch betrachtet, das ist Zeitverschwendung halt. Ne? Du könntest natürlich irgendwas Besseres mit deinem Leben anfangen, aber es ist halt Unterhaltung und Unterhaltung ist halt einfach gut, finde ich, für jedermann. Ne? Ja. Und das ist einfach halt, das braucht man auch gar nicht schlecht reden, finde ich. Man sollte da lieber versuchen, das positiv zu gestalten. Und ja, ich höre schon wieder einen Hund. Ja, schnüffel, schnüffel. Oh, ich höre ihn schon. Oh, ich hasse Hunde, ey. Ja. Die Hunde in diesem Spiel aber sind nicht. Ich habe aber den Hund positiv ausgenutzt, das wirst du jetzt gleich sehen, weil der hat ja alle nach unten gelockt und dann dachte ich mir, okay, ihr Penner, jetzt gehe ich oben lang. Echt jetzt? Ja. Das ist sehr lustig. Und das hat halt auch echt voll gut geklappt, das siehst du jetzt. Ich kann mich einfach komplett durchschleichen, weil alle da runterlatschen wegen dem Hund halt, ne? Voll gut, ey. Ja, Mann, da habe ich das erste Mal mein Gehirn benutzt. Nicht einfach Rambo, auch einfach. Schau, jetzt ist tot von oben. Ninja. Kuckuck. Yeah. Was war denn das? Einfach so Nacken durch oder was? Ich weiß auch nicht, wie der das gemacht hat. Das ist halt Sam Fischer, der geht ab. Oh, da kommt schon die erste Taschenlampe wieder ums Eck. Ja, das ist das Problem halt, ne? Aber es hat mir schon einiges halt erleichtert halt. Und hier war ich mir jetzt echt nicht sicher, ob ich das irgendwie hinbekomme. Aber ich dachte mir einfach, scheiß drauf, YOLO Swag. Und ab durch die Mitte einfach. Ja. Aber schau, auf dem Radar kannst du hier sehen, dass alle auf einem Punkt stehen. Ja, Mann. Und hast du keine Schlafgas halt mehr? Einfach reinhauen. Ja, ich meine, ich habe das schon mal so gemacht, dass ich hier niemand außer Gefecht gesetzt habe. Ach du Scheiße. Ah, nee, alle außer Gefecht. Ja, ich wollte schon sagen, das ist doch deine Masche, eher alle umhauen. Ja, aber das Problem ist auch, wenn du alle außer Gefecht setzt. Auch wenn du alle außer Gefecht setzt, kommen die alle wieder jetzt nach der Sequenz dann, die ihr dann sehen wird. Sind es nicht neue Gegner? Ich weiß nicht, ob es neue Gegner sind. Ich glaube, es sind dieselben halt. Bloß die sind dann wieder da. Es kann ein Bug sein. Ich dachte immer, da kommen eigentlich neue Gegner.
Okay, ich habe die auch nie alle ausgenockt, deswegen ist mir das nie aufgefallen, ob da jetzt neue sind oder dass die gleichen wieder aufgestellt. Im Grunde sind es die gleichen, weil da ist ein Hund und halt zwei Wachen da oben und zwei, drei unten oder so, weißt du. Und deswegen ist es eigentlich das gleiche, halt, denke ich mal. Ist halt wahrscheinlich so ein kleiner Bug in dem Spiel. Oder ist da haben die wahrscheinlich keinen Wert drauf gelegt, so zu testen, ob, wenn man jetzt halt hier alle ausschaltet, ne, was man ja eigentlich eh nichts machen sollte, dann alle wieder wach sind. Ja, wenn man zwei, drei umhaut, dann fällt es nicht so auf, wenn die plötzlich wieder rumlaufen. Ja, genau. Ich denke, da haben die halt nicht gepatcht oder sonst was, oder es ist halt einfach nicht aufgefallen. Und ich denke, den Spielern ist es ja auch scheißegal. Sonst wäre es ja viel zu einfach, wenn du alle ausschalten würdest immer, könntest immer durchmarschieren, egal wie viele Checkpoints du passierst und die Levelorte wieder durchgehen musst halt. Mhm. Ja. Ganz genau. So, Strom ausschalten jetzt oder so, ne, mit dem Ding. Genau. Strom ausschalten. So ein Tripod wäre echt cool. Ich weiß noch, als kleines Kind habe ich immer so ein ferngesteuertes Auto gehabt, das war auch schon voll chillig. Ich hatte auch, glaube ich, meins. Aber ich bin damit nie draußen gewesen, weil ich nicht wollte, dass es kaputt geht. Und auf dem Teppich ging das nicht so gut fahren. Korrekt. Das ist ja wie, als ob du dir eine Xbox kaufst und dann nicht spielst, weil du sie nicht benutzen willst. Ja, so ungefähr. Oder ich habe einen Kumpel, der hat sich immer Schuhe gekauft. Nie angezogen. Und wenn er neue Schuhe gehabt hat, hat er die ein Jahr lang nicht angezogen. Nur daheim stehen lassen, weil er nicht wollte, dass die dreckig werden. Ein Jahr lang. Ein Jahr lang. Dann hat er sie angezogen. Ja. Shit. Das ist echt das Behindertste, was ich jemals gesehen habe. Ich kaufe mir eine Wohnung, aber zieh noch nicht ein. Weil ich nicht will, dass sie genutzt wird. Ganz genau. Nochmal. Die Stelle hier habe ich irgendwie mal gehasst, weil der Typ hat mir mal Angst vorher gemacht. Er hat gesagt, das Ding ist laut und so. Mhm. Ne? Und wir haben mir voll die Zeit gelassen. Aber gar nicht, ey. Ne, ist irgendwie gar nicht laut. Naja, das Video ist hier zu Ende, glaube ich. Ja, läuft nicht. Jo, ist es auch. Würde ich mal sagen, schließen wir das Video ab. Abonniert, kommentiert. Daumen hoch. Daumen hoch. Teilt unser Video. Ihr wisst, wir haben unser kleines Gewinnspiel am Laufen. Und gebt uns Hate, bitte. Gebt uns Hate. Ja. Okay. Servus. Hoste. Warum geht es nicht?